Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zu Battlefield Hardline. Episode 6 steht an. Episode 5, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir in ein paar durchgenommen. Ja, oder? Das war doch jetzt, letzten Part haben wir doch Episode 5 komplett durchgenommen. Das waren gerade mal 15, 17 Minuten. Ja, gucken, ob das hier oder aufgehalten wird. Tyson und Kai haben ein paar Hinweise auf Davis neue Geschäfte gefunden. Diese Hinweise sollten nun genauer untersucht werden. Hol dir Expertenringe, um neue Sturmgewehre, MPs etc. pp. Zu erhalten. Ja, wir haben ja auch mittlerweile Expertenlevel 12 oder so. 15 ist das Maximum. Geht relativ schnell. Muss auch jetzt ganz ehrlich sagen, so als Zwischenfazit, jetzt mal so der Hälfte des Spiels haben wir ja jetzt im Endeffekt gesehen. Also jedenfalls von der Kampagne her. Die KI ist doch sehr leicht austricksbar, und wenn ich es denn hätte wollte, ja, geht es auch so einfach auf den Schwierigkeitsgrad normal, so wie wir jetzt Kampagne 1, also Kapitel 1, 2, 3 gespielt haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, macht es mir gar keinen Spaß, weil wenn die Gegner solche, naja, absolut mittlerweile noch unfaire Mittel sind, weiß ich nicht, aber zum Anfang waren es halt doch schon unfaire Mittel, wenn du Sturmgewehre gegen Dings im Endeffekt hast und die dich aus jeder Scheißperspektive treffen, dann zocke ich das dann lieber auf einfach durch. Da hat man wenigstens sowas. Das ist ja nicht so, als würde sich die KI durch das Schwierigkeitsgrad anders verhalten, sondern die KI zahlt einfach nur mehr aus an Schaden. Das ist ja der Unterschied zu den Schwierigkeitsgraden. Ist ja bei COD nichts anderes. Und es geht weiter, wir haben drei Haftbefehle, ja, drei U, Ying Jung, James und Acker. Ah, ja, okay. Dann checken wir noch mal kurz unsere Fallakten hier, Quatsch, unsere Ausrüstung. Fallakten. Sturmgewehre. KMW. Ja, auch da hätten wir noch die AKM. Schnellfeuergewehre haben wir leider keine freigeschaltet. Wann kriegen wir denn das? Ach, Expertenlevel 14. Gut, ne, da müssen wir auch noch nichts tun, würde ich sagen. Let's go. Ich bin Julian Dawes. Ich räume auf in Miami. Naja, ein paar faule Äpfel habe ich aussortiert, aber nicht ganz allein. Ich bin mein ganzes Leben lang Police Officer. Und auch wenn es weh tut, das zuzugeben, ist mir klar geworden, dass unsere Polizeiarbeit, vor allem die Drogenbekämpfung, hoffnungslos veraltet ist. Mit Ihrer Investition schaffen wir gemeinsam die Polizei der Zukunft. Der alte Captain war fleißig. Miami aufräumen. Stellt euch vor, man nennt Dawes schon Amerikas Polizeichef. Was soll denn das überhaupt sein? Das ist ein Investorenvideo. Sagt ihr Preferred Outcomes was? Nein. Okay. Dawes hält eine Privatpolizei für die Lösung. Und mit Preferred Outcomes will er diesen Markt dann beherrschen. Weißt du was, Kai? Bring mich zurück in den Knast. Vielleicht später. Erstmal. Ein Autohaus? Nein, es ist die koreanische Mafia. Und Dawes ist auch dabei. Wofür du sicher Beweise hast? Nein, aber ich habe einen Insider. Er heißt Boomer. Er ist eine Art IT-Freelancer für Drecksäcke. Ihr holt ihn in der Nähe des Autohauses ab. Mit seinen Infos kriegen wir Dawes dran. Warum genau soll ich dir nochmal vertrauen? Weil du der Einzige bist, der Dawes mehr hast als ich. Dein Boomer ist eine Stunde zu spät, Kai. Er geht nicht dran. Irgendwas stimmt da nicht. Ohne ihn kriegen wir nichts über Dawes raus. Naja, nicht unbedingt. Wir sollen also einbrechen. Ist noch jemand drin? Sie sind weg. Okay, dann brecht ein. Es muss Verkaufsdaten geben, Käuferdaten, Bonitätsprüfungen, irgendwas. Das ist wirklich...
Mr. Drecksloch. Ihr müsst den Computer finden, mit dem Thumbdrive das Passwort knacken und die Dateien stehlen. Rein und raus, kinderlein, okay? Ein Auto würde ich von dem ganz sicher nicht kaufen. Ach, Nick, halt nach Boomer Ausschau, okay? Ist ein guter Junge. Wir tun, was wir können. Sind wir jetzt auch noch Babysitter? Park einfach am Autohaus. Irgendwo, wo es dunkel ist. Wenn ich ehrlich sein soll, ist mein letzter Bruch fast 20 Jahre her. Keine Sorge. Ist angeblich wie Fahrradfahren. Das Parken ist dunkel, ist nicht 30 Meter weg. Wer macht denn hier draußen ein Autohaus auf? Jemand, dem es scheißegal ist, ob er Autos verkauft. Wenn er online ist, ist es der Falsche. Mendoza, was ist da auf dem Tisch? Computer. Ist das ein Brief? Der hier ist es. Don't not connect to internet. Also gut, Kai. Wehe, das klappt nicht. Ach, scheiße. Wir haben wohl den stillen Alarm ausgelöst. Ja. Und das sind keine Cops. Sie kommen. Los, sucht sie. Wir sollten uns umsehen. Da drüben da! Habt ihr da schon nachgesehen? Sucht überall! Da drüben nachsehen! Ausschwärmen, los! Schaut nach, ob hier irgendwo einer ist! Schaut euch um! Der Scheiß jetzt hier noch runter. Ausschwärmen, los! Sucht überall! Sucht sie!
Okay, ganz ruhig. Hey, wow, okay. Am Arsch. Was ist los? Alles okay? Scheiße! Tyson, wir kriegen noch einen Nachtisch. Such deine Position und halte sie. Na, die Tür. Wie gefällt dir dein erster Tag in Freiheit? Der Knast oder das hier? Mir ist das hier lieber. Da kommen sie. Da sind zwei von denen. Mach ihn kalt. Da. Aufpassen. Ich sehe ihn. Klar, der überfährt mich. Standard. Fuck you. Also gut, Kai. Wehe, das klappt nicht. Ach, scheiße. Wir haben wohl den stillen Alarm ausgelöst. Ja. Und das sind keine Cops. Sie kommen. Schaut nach, ob hier irgendwo einer ist. Okay, ich gehe das checken. Seht da drüben nach. Keine Bewegung! Hey, hey, hey! So, ganz ruhig! Hey, 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 wow, okay, okay! Tyson, wir kriegen noch einen Nachtisch. Such deine Position und halte sie. Na, wie gefällt dir dein erster Tag in Freiheit? Tja, Knast oder das hier? Mir ist das hier lieber. Ich sehe ihn nicht. Da kommen sie. Los jetzt, ich habe ihn verloren. Ja, Desert Eagle hat schon was, ist schon richtig. Hier lang! Lernt man so einiges. Hm. Übrigens, deine alten Kumpel sind unterwegs hierher. Scheiße. Einfach hat sie gesagt. Ein Kinderspiel und so. Am Büro! Aufpassen! Ach!
Ja, was denn du? Oh, war ja einfach wie geplant. Nix wie weg hier. Los, los, los. Ins Flussbett. Verdammt, was für ein Theater. Kai, wir haben die Dateien. Wir kommen. Lang. Erst müssen wir Boomer finden. Willst du mich verscheißern? Er ist auf Kings Schrottplatz. Nicht weit weg. Kai, die Typen vom Autohaus. Sie sind noch da. Ihr wollt euch doch Doors vorknöpfen, oder? Das ist der erste Schritt, kapiert? Okay, verstanden. Wir melden uns. Was die Lady will, kriegt sie auch. Naja, und wo das Auto hinfährt, fährt's auch. Okay, halt hier an. Dann suchen wir diesen Boomer. Auf jeden Fall. Aber meine Freunde, wir sind erstmal fertig für den Part. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann. Haut rein. Tschüss.